Das ist jetzt mein 5-Minuten-Quatsch. Brauche dann auch gleich mein Handy. Also Freundlichkeit kann man endlos üben, das hatten wir schon. Das ist quasi der kleine Bruder von der Liebe oder der kleine Schwester. Und das ist, im Buddhismus nennen die sich die Brahma-Viharas. Das sind die endlos zu Übenden. Gibt es im Vedanta auch. Also, ne, also Yoga, Spiritualität hat das auch. Und soweit ich weiß, gibt es das bei den Daoisten auch. Ne? Und durch diese Negativity Bias, also diese Negativitätsprägung aus der Neurowissenschaften, ist es also sinnvoll, diese zu üben. Und das ist einmal halt Liebe, kann man erstmal gar nichts mit anfangen. Also Freundlichkeit ist einfacher. Kann man sich mehr mit vorstellen, kann ich mir selber gegenüber auch entwickeln. Es gibt Metta-Meditation, das ist mir zu krass. Es klappt aber bei Mönchen auch nur ganz selten. Also es ist bekannt, dass das nicht einfach ist. Aber Freundlichkeit klappt. Also ne, jetzt mal einfach mit mir freundlich sein. Klappt nicht immer. Aber zumindest die Richtung. Dann Mitgefühl. Mitgefühl ist noch eins dieser Themen. Da muss ich immer dran denken, in Talkshows, der uralte Ex-Bundeskanzler der BRD, Helmut Schmidt, ich mochte ihn nicht so gerne, aber der hat rauchend, der hat immer gequalmt. In der Talkshow irgendwie, der hat ja bis zum Schluss Mentholzigaretten, also egal. Da wollte ich nicht drauf hinaus. Aber der hat mal gesagt, der war ja im Dritten Reich Panzerkommandant oder sowas. Und der hat gesagt, also weil es ging um Hannah Arendt und wie kann man denn Faschismus überhaupt und so weiter. Und dann meinte er, die beste Beschreibung, die ihm eingefallen ist, ist fehlendes Mitgefühl. Und das macht für mich einen Sinn. Ja, weil Faschismus ist eben eine sehr starke Verengung des Weltbilds. Das ist nicht unüblich, jeder hat das. Also ich kann aus dieser endlos großen Liebe, muss ich ja mindestens mal meinen Geist so weit sammeln, um mal aufs Klo zu gehen. Und das ist dieses endlose Weisheit, keine Grenzen. Ich muss was machen, dann muss ich abstrahieren. Ich muss meine Umwelt abstrahieren. Das sind nicht nur noch Photonen, die vor sich hin wabern, das kann man in einer tiefen Meditation mitkriegen, sondern ich muss abstrahieren. Und das ist eine Verengung. Und das kann noch enger werden. Wenn mein Termindruck da ist, enger, 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 enger. Und wenn ich dann merke, ich verliere das Mitgefühl, das Gegenüber wird ein Ding, das muss weg. Das ist die beste Beschreibung für mich. Also eine zu starke Verengung des Weltbilds und verlorenes Mitgefühl. Also auch gut, das meinte ich mit dieser Kontemplation, das bei sich zu lernen. Also nicht nur eine Meditation, um bedingungslose Liebe zu üben in einer Sitzung. Das ist gut. Wenn das klappt, ist super. Aber auch nicht zum Überdecken von irgendwas, sondern wirklich von innen heraus. Diese Ruhe-Meditation, auch toll. Einfach mal wirklich chillen, richtig ruhig werden. Aber Weisheit entwickeln, wäre auch nicht schlecht. Ich mache die Brahma-Viharas noch fertig. Also Liebe, Mitgefühl, mit Freude. Sich mit jemandem freuen, dass es dem gut, mir gut geht. Mir selber geht es vielleicht nicht so gut wie dem. Aber einfach sich mit diesen Menschen zu freuen, ungeheuer schwer. Wenn es mir gut geht und dem anderen auch, bin ich im gleichen Boot. Aber wenn ich weiß, bei mir läuft es gerade nicht so gut, bei diesen Menschen klappt es gerade gut, sich mit dem zu freuen, das hat bei mir lange gedauert. Und Nummer 4, das machen wir auf der Wiese, ist Gelassenheit. Und die fängt wirklich im Körper an. Genug Gequatsche, viel zu viel Gequatsche. Aber über Gelassenheit, das ist ein gutes Thema, um es mal
sacken zu lassen. Also das ist quasi der Unterschied. Dieses Gequatsche vorher oder mein Einführungsreden ist quasi so ein, wie ein Samen, den man pflanzt und den bei sich selber in innerer Ruhe quasi einfach mal aufgehen lässt. Also ohne da groß mit rumzuspielen. Mach den Timer an. 20 Minuten. Wenn ich es schaffe, eine Minute oder sowas vorher, sage ich auch wieder so eine Mini-Pause, auch ohne Antwort. Wie lief die Session jetzt? Keine Antwort, weil man dann unterbewusst lernt. Aber jetzt erstmal macht es euch bequem. Geht nicht gut? Willst du noch irgendwas zum Unterlegen haben? Ich will jetzt überstehen. Ich kann dir eine gerollte Jacke geben. Hilft das? Ja, wahrscheinlich. Ja, gut. Nee, ist wichtig. Wichtig am Anfang, euch das so bequem wie geht zu machen. Ein Behelfs-Safu. Besser? Ja. Okay. Nee, weil das wäre dumm. Ne, wenn man es sich bequemer machen kann, macht es euch bequem. Wartet nicht darauf, dass ihr so eine tiefe Versenkung habt, dass ihr levitiert über der Erde. Das dauert ein bisschen. Nee. Und dann die Körperausrichtung. Gibt hier auch nicht voller Lotussitz und sowas, muss nicht sein. Entspannt. Und wenn ihr merkt, diese 20 Minuten lang habt ihr nur mit dem Körper zu tun, dass es ihm besser geht, ja, dann ist das so. Gelassenheit. Vollständig zumachen wollt, dann lasst so einen Mini-Schlitz offen. Aber versucht die Augeneindrücke zu minimieren.
Frage zu stellen, ohne Antwort. Wie geht es mir jetzt? Oder wie lief diese Session? Wunderbar. Habt ihr irgendwelche Fragen, irgendwas zu sagen, irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, spontan? Dann sitzen immer die Schultern runterlassen. Ich habe mich versucht, vorher mal ab und zu, wenn ich mich auf eine Position halten kann. Aber man merkt dann, besser ist, wenn die Schultern nach unten gehen. Ja. Und so gehen sie hoch. Ja. Das mit dem Schultern nach unten gilt aber auch auf der vorhergehenden Session. Immer. Weil da kommt die ganze Spannung immer rein und dann immer wieder sich zu erinnern, ausatmen, Schultern nach unten. Das ist aber ein gutes Beispiel, dadurch, dass man ja nun nur rumsitzt. Ne? Haben die Körperempfindungen noch eine höhere Priorität. Und ich weiß, vielleicht wird dann so deutlicher, warum ich das so wichtig finde. Weil wenn ich diese hohe Aufmerksamkeit bei so wenig langsam schule, dann merkt ihr, was das für ein Durchstarteffekt ist, wenn ich das anwende auf diese Bewegung im Tai Chi und Qigong. Also der Lerneffekt ist viel größer, als wenn ich jetzt versuche, ohne eine eigene Rumsitzpraxis das zu kompensieren in nur Qigong. Also wenn ich mich quasi, es gibt manche Techniken, um da rumzukommen. Ne, zu sagen, nee, ich will nicht rumsitzen, das ist nicht gut. Ne, aber dann das ist ja auch Meditation, wenn ich mich langsam bewege. Also quasi so ein bisschen rumzuschummeln. Aber wenn ihr merkt, ich merke meinen Körper mehr, normalerweise den Geist. Ne, der ist dann immer am Rumhibbeln. Und wenn ihr aber bei sowas Diffizilen wie dem Rumsitzen merkt, wie weit das gehen kann und das in eure Qigong-Tai-Chi-Praxis übernehmt, dann habt ihr einen viel, viel höheren Lerneffekt, der sich dann auch in den Alltag weiterträgt. Deswegen versuche ich diese Meditation unter die Leute zu bringen, weil das ist, also das ohne Grund machen das die Krankenkassen nicht, ne, zu bezahlen, weil die wissen, das ist eine gute Vorsorge. Ne, wenn man so aufmerksam mit sich selber ist, dann wird man fast nicht mehr krank. Wie ist die Haltung nur am besten? Weil ich gemerkt habe, dass ich zusammensinke. Das gibt es bei alten Mönchen auch, die singen. Nein, so meinte ich das nicht. Das Zusammensinken ist normal. Wichtig ist, auch wieder, machen wir eine halbe Stunde vorher, frei atmen. Es gibt da voller Lotus, aufgeregt, dann entsteht nur Spannung. Was nicht wichtig ist, kann ich frei entspannt sitzen, kann ich frei atmen. Das sind solche Sachen. Also geht es mir gut, wenn ich rumsitze? Kann der Körper so stundenlang rumsitzen, ohne dass er sich beschwert? Das ist ja, das kommt vor. Ich dachte, ich kippe um manchmal. Ja, ja. Weil so
Auch das gehört dazu, irgendwas zu finden, also eine Stellung zu finden, manchmal auch mit komplett ausgefahrenen Beinen. Mal, wenn es irgendwas gibt, um sich anzulehnen, einen Baum oder eine Wand, ist das okay. Natürlich bei denen, die diese Volllotus und ganz verwerflich. Aber es geht darum, angenehm den Körper einzurichten. Gut, also müssen wir ein paar Bäume pflanzen, dass wir uns annehmen können. Ich glaub, das ist auch gut. Ja, das dauert nur ein bisschen lange. Zwischendrin finden wir noch welche, wo wir uns anlehnen können. Ja. Oder Rücken an Rücken. Ja, geht auch. Ach nee, das ist nicht so gut, weil man dann zu viel vom Gegenüber merkt. Ich wollte sagen, ja? Sobald er sich bewegt, werde ich schon wieder aus meinem... Nee, es hat auch so einen Übertragungseffekt und sowas an, aber du wolltest was sagen. Schon mal gelassen. Ja, ja. Und was gelassen wird, alles beeinflusst. Weitermachen. Was? Das Bild weiterlassen. Ja, ja, ja. Das Verlassen feiern nicht bedeutet, dass man krämig ist. Oder gleichgültig gegenüber sein. Ja. Das ist das nicht, genau. Das ist ganz viel entscheidend für Vertrauen. Also bei Gelassenheit, ich weiß nicht, ob ich den noch hinkriege. Schlüssel. Wichtig. Na nu, der hat auch einen Strip, den mache ich jetzt nicht ab. Aber bei Gelassenheit denken die meisten immer, das wäre das. Ne? Also fallen lassen. Und da habe ich Angst vor. Ne? Den Schlüssel brauche ich, den mag ich nicht fallen. Der ist ja jetzt sogar am Band. Ne? Aber selbst am Band mag ich ihn nicht fallen lassen. Also gelassen, loslassen will ich nicht. Ne? Ne? Aber daran zu denken, dass alle Darstellungen, Lotus und so weiter, der Lotus geht nicht so rum auf. Der Lotus geht so auf. Mhm. Ich verliere den Schlüssel nicht. Mhm. Na, aber wir rennen so durch die Welt. Mhm. Und dann zu sagen, nee, Gelassenheit ist nicht alles weglassen. Ne? Also das wäre Gleichgültigkeit. Mhm. Ne? Aber wirklich dieses langsame Öffnen und das auch zu kultivieren, und das geht nur durchs Wahrnehmen, ne? Dass es eine angenehme Sache ist. Nicht irgendwas Negatives, sondern eben feststellt, was da alles dran hängt und so. Das ist der Unterschied zwischen diesen anderen Richtungen der Meditation. Ist gut, ne? Also Metta-Meditation ist toll, müssen wir üben, ne? Freundlichkeit mindestens, Ruhe-Meditation auch wichtig, aber diese Nummer 3 Vipassana oder Einsichtsmeditation, Mindfulness, ne? Ist auch wichtig, weil auch dadurch man, ich kann das nicht anders beschreiben, der Körper ist, also das Denken findet nicht nur im Geiste statt, und das ist der Abstraktionsgeist, ne? Der plant und so. Das Denken findet ganz körperlich statt, das wird auch mittlerweile durch eine Neurologie bestätigt, ne? Dass der Körper insgesamt viel mehr Nervenzellen hat, also Darmgehirn kennen wir, leistungsfähig wie eine Katze oder ein Hund. Ne? Also das ist wirklich eine Riesenansammlung. Also erstmal drüber schlafen, Bauchgefühl, all sowas. Ne? Und man stellt aber fest, in der Haut und im Bindegewebe ist auch viel zu viel. Das heißt, wenn wir im Qigong lernen, diese Verspannung im ganzen Körper zu lösen, dann kann es sein, dass wir den Gesamtprozessor ganz Mensch, also ganz menschlich denken lernen. Und das ist auch so das Schachspiel. Man hat festgestellt, die taktilen Berechnungen für die Hände begreifen, findet da statt. Die Neuronen sind da. Also es geht gar nicht. Die Berechnung für die Geometrie findet hier statt. Ne? Das wird auch immer klarer. Also das ist quasi, worauf ich hinaus will, ist, diese Kontemplation ist wichtig, um sowas bei sich festzustellen. Und der nächste Schritt ist nicht, in Esoterik abzugehen, ne, sondern zu sagen, gibt es da Äquivalenzen in der Wissenschaft? So dass ich, also für mich das mein Weg, ne? Dann zu gucken, sind die Erfahrungen, sind die mir vorgegaukelt, mir selber? Ne, mache ich mir da was vor? Oder hat das wissenschaftliche Basis? Ne? Und wenn ich eine große Diskrepanz feststelle, ne,
Also zwischen dem, was ich erfahre beim Rumsitzen, aber keinen Gegenpart in der Wissenschaft finde, dann ist mir das bewusst. Dann weiß ich, ich habe eine wiederkehrende Erfahrung, aber wissenschaftlicher Boden fehlt mir. Und dann vermittle ich euch das nicht. Das ist mir wichtig. Oder ich sage, das scheint so zu sein, aber ich habe da noch nichts für gefunden. Und ab. Besser die Variante. Ja. Weil man kann nicht alles wissenschaftlich belegen. Der Mensch bildet sich ein, er müsste alles erklären können, aber das ist nicht. Nee, der muss da offen lassen. Damit haben wir uns ja selber Schranken gebaut, die ganzen. Ja, aber das ist ja das Problem. Ja, aber auf der anderen Seite gibt es eben sehr, sehr viele. Halt, wir schließen noch ab. Es gibt ungeheuer viele Leute, die dann auf so unerklärliche Geschichten gehen. Ne? Also quasi in. Ich mag noch gerne abschließen mit dem dreimal Sadhu. Das heißt einfach wunderbar. Dreimal. Sadhu mit mehr Freude. Nochmal. Sadhu. Sadhu. Sadhu.